So, herzlich willkommen mal wieder zu Mindtest, dem Quetta-Server-Let's-Play, yay. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, ob das Ding überhaupt finde. Meine letzte Aufnahme ist ja mittlerweile schon fast zwei Monate her. Mal kurz gucken, wie war das? Record? Und jetzt, Mindtest? Nein. Das ist das von meinem Kollegen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen... Holy crap. Genau das da. Sehr schön. Ja, ich... keine Ahnung. Wie gesagt, die letzte Aufnahme ist mittlerweile fast zwei Monate her. Von daher weiß ich weder, was wir in der letzten Aufnahme gemacht haben, noch was wir machen wollten. Ich habe mir aber so eine wunderbare Datei angelegt. Die hier. Wo ich ein paar Sachen noch aufgeschrieben habe. Zum einen Sachen, die ich vergessen hatte. Da wäre zum einen, hat unser Haus noch gar keinen Schornstein. Dann haben wir im Dach keine innere Schräge. Und das Hoteldach ist scheinbar noch nicht fertig. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Ja, gut, gucken wir einfach mal nach. Warum ist das Fenster eigentlich so klein? Ach so, weil das gar nicht meine Session ist. Das ist die von meinem Kollegen. Ja, sag mal. Ist das denn doch das Falsche? Das müsste doch das Richtige sein. Boah, Alter. Oder hat der nette Herr hier alles zu Sau gemacht und alles durcheinander gebracht? Ich werde übrigens nicht verraten, wer dieser Franks ist. Einfach weil er selber nicht möchte. Aber das ist für uns ist sowieso egal. Ich muss nur gucken. Ist doch unsere Session. Oder auch nicht? Wartet mal ganz kurz. Ah, jetzt fällt mir wieder ein. Wir hatten ja Let's Play. Genau, bei uns. Ja, klar. Ich schon wieder. Record ist ja für Doom und sowas alles. Für Mindtest hatte ich ja Let's Play. Warum auch immer. Jawohl. Geht doch. Sehr schön. Das ist unsere Session, die wir brauchen. Genau. Ja, dann nehmen wir einfach mal direkt los. Passwort war... Scheiße. Dann war es... Achso, nee, das war ja von dem Vierer-Server. Wir sind ja auf dem Kreativ-Server. Jawohl, sehr schön. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Mache er hinne. Ha. Warum muss er die ganzen Medien laden? Egal. Mein Rechner ist auch warm. Genauso wie mir. Okidoki. Oh, wir haben Nachrichten. In... Box. Nein, nicht in Boy. In Box. Hi, ich wollte fragen, weil ich gesucht habe in auch Papyrus, ob du mir aus Admin-Konto so 20 Stück geben kannst. Warum fragst du denn nicht mein Admin-Konto? Okay, hat sich erledigt. Okay. Das ging aber schnell.
Wir haben Brot in der Hand, warum auch immer. So, dann wollen wir mal gucken. Also, was stand da drin? Wir haben keinen Schornstein. Moment mal. Aber wir haben doch unsere Öfen bereits gebaut. Oh, tatsächlich. Alter, das ist nicht bei uns los. Ja. Wir haben die Schornsteine nie nach draußen verlegt. Okay, das kann ja mal passieren. Und dass das Dach von innen total eckig aussieht, das kann ja auch mal passieren. Warum hat mich da noch nie jemand drauf hingewiesen? Na gut. Sehr schön. Das war mir nämlich aufgefallen, als ich meine letzten Aufnahmen mal durchgeguckt habe. Quatsch, nicht meine letzten Aufnahmen, sondern ich hatte damals... Ja, ich hatte einfach mal Langeweile. Ich habe meine eigene Let's Plays mal angeguckt. Einfach direkt angefangen von Folge 1. Und da ist mir dann aufgefallen, beim Durchgucken meiner Let's Plays, dass, ja, manche Sachen noch gar nicht vollständig sind. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, haben wir direkt unseren ersten Job. Du kommst dahin, du kommst dahin. Du kommst dahin und dann müssen wir die Dinger so irgendwie nach draußen führen. Da brauchen wir aber die Spitzhacke, haben wir. Scheiße, das war dumm. Ich muss ja wissen, wo die Dinger nach draußen kommen. Also muss du weg. Hallo? Danke. So, und jetzt kommst du und du. Und hier ist das Gleiche. Ich meine, wir können es draußen auch ausevaluieren, wo das ungefähr sein müsste, aber ganz ehrlich, wozu? Wenn man es auch einfach machen könnte. So, jetzt müssen wir es aufs Dach rauf. Da war hier ein Ausgang. Sehr schön. Sollten wir nicht hier eine Stahltür mal irgendwann mal reinmachen? Waren wir irgendwie so gerade? So, die Frage ist, wie groß machen wir das Ganze? Doch, ich glaube, das reicht so aus. So, und hier kommen wir hier raus. So, sieht doch schon gleich viel. Na, schon haben wir hier kleine Schornsteine. Easy peasy. Sieht doch schön aus. Nichts gibt über einen ordentlichen Schornstein. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal hier drinnen eine Schräge irgendwie schrägieren. Wo zur Hölle haben wir denn unsere ganzen Bricks? Übrigens, wer sich wundert, warum so viele Folgen kommen. Diese Woche ist erstmal so, es kommt pro Tag 2 Pokémon-Folgen, eine Doom-Folge und eine MyTest-Folge. Eigentlich eher deswegen, weil ich einfach gerade Bock drauf habe. Ob das so bleiben wird, wie lange das so bleiben wird, will ich keine Aussage zu machen, weil, wie gesagt, ich mache es gerade einfach, weil ich gerade Bock drauf habe. Und ich weiß nicht, ob ich nächste Woche auch noch drauf Bock habe. Deswegen, ja, ist es so, wie es ist. Wer die Abwechslung mag, kann sich freuen. Vielleicht bleibt es jetzt was länger halten. Wow. Ja. Paparazzi. Aber wo sind doch unsere ganzen Stonebricks? Wir hatten doch welche, oder nicht? Oder sind die... Ah, stimmt, da, wir haben auch noch unser Lager. Vielleicht sind sie da. Schaut sie euch an, unsere Gummibäume. Oh mein Gott, ich war schon lange nicht mehr hier. 2 Monate ist eine lange Zeit. Aber gut. Dafür habe ich jetzt alles, was schulmäßig ist, hinter mir. Ausbildung erfolgreich bestanden. Und so von daher. Perfekt. So. Hier haben wir Gestein. Hier haben wir auch noch Gestein. Sand. Aber keine Bricks. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich noch ein Lager? Ohne dass ich es weiß? Oder haben wir damit echt alle verbraucht? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und Restmaterial wegschmeißen, so ein Typ bin ich nicht. Von daher ist es eher unwahrscheinlich, dass wir gar kein Zeug mehr haben. Gut, hier haben wir schon überall nachgeguckt. Wow, ich bin... Okay. 20 Mal nachgeguckt und 20 Mal übersehen. Easy. Fängt ja gut an. Gut, das heißt, wir haben noch 60. Sollte sogar fast reichen. Wir bekommen damit ja 120 Schrägen. Und ganz ehrlich, viel mehr brauchen wir auch nicht.
Erstmal hier. Wow, was ist denn hier los? Da habe ich bei der letzten Aufnahme gar nicht danach aufgeräumt. Ja, schau mal einer, guck. Ja, komm hier, bam. Da geht natürlich nicht. Bam. Und jetzt, bam. Bleiben natürlich genau für übrig. Danke dafür. Na, greif mal hier. So, Quatsch. So. Genau. Da brauchen wir jetzt, ich brauche nämlich nicht alle, sondern wir zählen erstmal ab. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mal 6. Das sind Abracadabra, Simsalabim. Es müssten ungefähr 60 sein. Quatsch, was laber ich? 15 mal 6 sind doch nicht 60. So, das heißt, wir haben 90 minus 1, 89. Da ist ja sogar gut, dass wir noch eine Schräge über haben, denn das wird eine ungerade Zahl. Das heißt, wir müssen 88 noch produzieren. Das sollten wir hinbekommen. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann immer hin damit. Dankeschön. Dankeschön. So, perfekt. Replacement Tool. Ich nehme es einfach mal. Wenn ich es finde. Ach ne, Werkzeug hat man ja unten gelagert. Er wurde. Hallo? Ah, da. Weiß ich nicht mal mehr, wie das Replacement Tool aussieht. Nee, nee, nee. So, da kommen wir gar nicht ran direkt. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwie erstmal ein bisschen hochbauen. Was technisch gesehen natürlich kein Problem ist. Dann baue ich einfach mal hier so ein paar Steine hin. So, so, so. Und noch ein paar. Achso, hat so sogar schon gereicht. Egal. So, dann kann ich jetzt hier jeweils mal ein paar platzieren. Ich hoffe mal, die Richtung ist so richtig. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Kopieren. Einfügen, einfügen. 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 Wunderbar. Kann sein, dass meine Sichtweite ja schon hoch ist. Nur wirklich nicht. Meine Framerate ist so niedrig. So. Achso, aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Das dürfte ganz schön wehtun. Gut, ich meine, so ist das nicht. Haben wir eigentlich eine Rüstung an? Ja, ne? Ja, sogar unsere Regenbogenrüstung. Da sollte uns ja hupsala, so eigentlich sowieso nichts passieren können. Dich kopieren. So, und überschreiben wir mit Linksklick. Genau. Sehr schön. Nein. Jetzt habe ich meine eigene Schnur überschrieben. Das ist natürlich wunderbar. So, und perfekt. Hallo, danke. So. Ich bin doch gerade am überlegen, ob ich die Folgen jetzt tatsächlich eine halbe Stunde mache oder doch nur eine Viertelstunde. Weil ganz ehrlich, es ist dermaßen warm draußen. Ich glaube mal eine halbe Stunde pro Folge konzentrieren kriege ich eh nicht hin. Von daher muss man das nicht übertreiben. Dann soll es für die Folge auch schon gewesen sein. Wir haben das Dach repariert, wir haben Schornsteine überall. Tja, sieht eigentlich so relativ schick aus. Ich würde aber fast hier unten auch noch so eine Slabs hinmachen, weil das sieht nicht ja fast ein bisschen zu flach aus. Ich weiß nicht. Ey, doch, können wir so lassen. Können wir so lassen. Okidoki. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.